So. Eine super Idee, Jochen. Ja, war spontan und war total cool. Hat Spaß gemacht. Und jetzt gehen wir zur Sarah über. Auf dem Marktplatz. Zur Sarah auf den Marktplatz. Das ist gut. Die Sarah hat aber kein Obst und Gemüse zu verkaufen auf dem Marktplatz, sondern die Sarah hat ein richtig geiles Fahrzeug. Das ist, glaube ich, auch ein BMW, gell? Ist ein BMW F36. F36. Also ein Grand Coupé sozusagen. Wieder ein etwas neueres Baujahr. Von der F-Reihe. Aktuellste Baureihe ist ja die G-Reihe. Ich bin jedes Mal super begeistert, wenn ich sehe, mit welcher Liebe hier die Autos aufgearbeitet werden. Wow. Ja, das ist sensationell. Da gehen wir aber später nochmal direkt drauf ein. Aber wie ich ja vorher schon gesagt habe, nur allein durchs Durchflanieren, was du hier alles so siehst, so nur mal aus dem Augenwinkel raus, das ist sensationell. Also da jetzt auch hier wieder Lamborghini in seiner schönen Form mit Carbonhaube dann vorn, daneben dann auch gleich. Und das ist ja auch geil, wie das hier aufgestellt ist. Daneben dann Audi, jetzt Lamborghini ist ja auch irgendwo zusammen. Da hatte Stimmt. damals Audi noch gar nichts gewusst. So, dann sind wir jetzt bei der Sarah. Da gehen wir aber später. Hallihallo. Und jetzt sind grüß wir schon dich. Da und sehen den BMW. Hallo, hi, grüß dich. Hallo. Servus. Hi, so. Ich gebe dir einmal das Mikro. Ja, danke schön. Magst du dich kurz vorstellen und dein Fahrzeug? Ja, also erstmal schön, dass ich dabei sein darf. Hat mich richtig gefreut. Wir haben uns auch sehr gefreut, ja. Ich bin Sarah, ich bin 21, komme aus der Nähe von Karlsruhe und habe jetzt seit April den schönen BMW. Ist ein 430i als X-Drive. Ist noch nicht ganz so viel gemacht, aber das kommt jetzt alles noch mehr und mehr. Genau. Ich habe jetzt eine Frontlippe habe ich verbaut, ich habe einen anderen Heckdiffusor, ich habe eine Abgasanlage von Friedrich Motorsport verbaut und sonst im Innenraum ein paar Kleinigkeiten und der Rest mit Felgen kommt jetzt dann auch demnächst. Der Lack ist Serie? Das ist eine Sonderlackierung von BMW, genau. Tatsächlich Serie, ja, okay, Frozen, sehr cool. Metallic. Genau, also keine Folierung, liebe Freunde, sondern ein richtiger Lack. Aber dann sehen wir ja mal dieses Jahr aktuell Felgenbild, den Gesamteindruck vom Fahrzeug. Und vielleicht, würde uns natürlich freuen, bist du nächstes Jahr wieder dabei, dann sehen wir vielleicht die Veränderung von dem Fahrzeug. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, du bist heute schon eingeladen. Also andere Felgen kommen jetzt auf jeden Fall mal noch. Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, ihn folieren zu lassen. Ja. Bin mir aber unsicher, weil ich den Lack eigentlich schon echt wirklich schön finde und es halt auch was ist, was nicht jeder hat. Ja, das deshalb, ist richtig. Ja. Der Lack ist echt cool. Ist echt cool. Ja. Ja. Er ist auch wirklich sehr dankbar, muss ich sagen. Also sehr pflegeleicht. Okay, okay, genau. Super. Sonst mal schauen, so ein paar Kleinigkeiten vielleicht noch. Wenn du überlegst, folieren lassen zu wollen, welche Art von Folierung hättest du da im Kopf? Also ich würde wahrscheinlich dann eine Vollfolierung wählen, entweder in matt-schwarz oder in so einem Berry-lila Farben, finde ich ganz cool. Und an der Innenausstattung, würdest du da auch was verändern? Also ich habe im Innenraum ein paar Teile schon foliert und wie man auch vorne sieht, das Emblem schwarz auf jeder Felge auch, im Innenraum auch. Und ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden, so wie er momentan dasteht. Ja. Bis auf ein paar Kleinigkeiten noch. Ich auch, muss ich ehrlich sagen. Das freut also mir mich. Gefällt das so sehr gut. Ich würde, glaube ich, an den Felgen und am Fahrwerk eher was machen wir jetzt mal an der Außen. Ich habe H&R-Federn verbaut, weil ich dieses Auto alltäglich nutze und mir es dann wichtiger ist, dass ich nicht mir mein Auto kaputt fahre, irgendwo als hängen das bleibt. Tiefer ist. Genau. Das ist mir dann doch deutlich wichtiger. Da bleibt er einfach ohne aufzupassen alltagstauglich. Ja, es sind ja auch viele Autos alltagstauglich, ja, aber man muss halt überaus achtsam sein. Ich kenne es von mir und ich weiß, Autos sind alltagstauglich, aber du musst halt dauernd nachschauen und jedes Mal wieder nach dem Einparken oder Ausparken schaust nach, war jetzt da was oder nicht. Und so kannst du halt einfach auch fahren. Genau. Das ist gut. Also er ist tiefer gelegt mit H&R-Federn. Dadurch, dass es ja ein X-Drive ist, sind die ja von Werk aus ziemlich hoch. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, das reicht mir. Er ist ein bisschen tiefer. Von dem her, ich möchte lieber, wie gesagt, mein Auto nutzen können, überall hinfahren können, wo ich möchte, ohne sagen zu müssen, okay, ich muss das Auto zu Hause lassen, ich komme da leider nicht rein. Ja, genau. Das verstehe ich auf jeden Fall. Ja. Viele haben da mehrere Autos für solche Zwecke. Ja, das stimmt. Und sagt man, nee, ich kann nicht immer zwischen 5 Autos wählen und ich muss einen Geländewagen haben, dass ich auch irgendwann ein Ding, das ist auch so auch das gut. Stimmt, ja. Ich freue mich, wenn wir dich nächstes Jahr wiedersehen. Ja, würde mich auch freuen. Ja, oder Jochen? Das kriegen wir hin. Bist hier mit eingeladen. Ja, danke schön. Cool. Freut mich. Alles Gute. Danke. Vielleicht sehen wir noch im Laufe des Tages. Bestimmt. Und liebe Zuschauer, folgt dem Instagram-Kanal. Das ist echt cool. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ja, und wir werden die Entwicklung weitersehen. Magst du kurz den Insta-Namen noch nennen? Steht auch am Fahrzeugseite. Warte mal, dein Filmer den kurz. Ich glaube, dann kann sich. Das ist vielleicht einfacher, das zu erklären.
Ist der so schwer auszusprechen? Nee, Sarah F36, ja, aber mit zwei A's am Anfang. Ja, genau. Genau. So habe ich Sarah aufgeschrieben. Sarah. Also folgen, folgen. Ja. Cool, hab mich gefreut. Sehr nett. Ja, danke, gleichfalls. Okay. Gibst du das Mikrofon wieder? Das natürlich. Perfekt. Danke dir. Dann viel Spaß noch, bis später. Dankeschön, bis später.